Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level per Day mit Werbung für andere YouTuber. P-Switch Hell Kedos von TofTof. Mein schwerstes und letztes Level für Kedos. Viel Glück. Lieber Kedos, bisher sind die ganzen Level nicht wirklich schwer für dich gewesen und wenn du das Video hier irgendwann mal siehst, fordere ich dich gerne hier mit offiziell zu einem Duell in Super Mario Maker 2 heraus. So, Abschlussrate 3,01%, 133 Leute haben es probiert, 4417 Versuche gab es, 17 Herzen hat es bekommen, 232 Leute haben es gespielt, es ist klassisch und themenbezogen im New Super Mario Bros. U-Style. Ja, dann spiele ich mal den P-Daddy, hä? Egal, viel Spaß jetzt bei diesem Video. Super Mario Maker 2. Wow. Okay, wie komme ich darüber? Okay, ich hätte gedacht, der landet mittig. Gut. Kein Y drücken, Leute. Das ist ein bisschen schwieriger, gebe ich ehrlich zu. Den zu kriegen, der ist schwer. Wow. Muss man dann nämlich wieder Y drücken. Moment. Komm ich darauf? Egal. Auf den. Da ist eine Tür drin da. Oh, den darf ich definitiv nicht springen. Okay. Warum wirbelt er denn da? Okay, der nächste Punkt ist jetzt ein bisschen schwerer. Der wird jetzt echt schwer ab hier. Der ist echt sauschwer, weil er da immer abrutscht. Hui. Geht das? Ja, es muss gehen. Aber geht das? Der will nicht. Ihr habt es gehört. Den muss man erstmal hinkriegen. Der ist fies, aber was hat die Tür dazu zu bedeuten? Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Völlig rutschig runter. Oh. Da ist wieder was, was nicht so funktioniert, glaube ich. Auf die kann ich doch niemals springen. Das geht doch gar nicht. Das wird knapp. Das Ding ist, dass dieser Timer einen wirklich kirre macht.
Und natürlich so Mid-Air-P-Jumps sind echt, die sind nicht ohne. Eins hat mich jetzt noch kurios oder hat mich jetzt noch gewundert. Das will ich noch gleich herausfinden. Oh Mann. Dass ich doof bin. Das habe ich schon mal herausgefunden. Definitiv. Okay. Denn eins hat mich jetzt hier sehr skeptisch gemacht. Das werdet ihr gleich sehen. Nämlich der Rekord von 10 Sekunden. No way. Also gibt es eine Death Route und die finden wir jetzt. Und ich kann mir schon vorstellen, wo die ist. Da unten. Definitiv. Da unten. Und wenn ich eine Death Route finde, dann, wie gesagt, dann gibt es... Ist jetzt gerade nicht gebacken, da hochzuspringen? Ich habe eine Vermutung, aber... Weil hier ist schon mal nichts. Krieg den Anfang nicht mal mehr hin. Und zwar war doch hier ein Block. Ah ja. Ah ja. Aber was hat es jetzt mit der anderen Tür auf sich? Wäre das jetzt eine Fake-Door gewesen? Okay, dann hätte ich gesagt, geil. Das war definitiv eine Death-Tür. Insofern, das ist berechtigt, aber mich interessiert jetzt noch die andere Tür. Und die würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal im Detail an. So, da sind wir dann auch und ja, wir sehen es hier schon. Hier ist die Death-Tür. Und da ist Bäh. Und Bäh geht dahin. Okay. Ergibt das für mich gar keinen Sinn. Hier ist noch ein unsichtbarer Block. Falls man den Sprung nicht schafft, okay. Also hier sind einige Sachen und ja. Gut. Ja, 11 Dislikes. Klar, wenn die Leute diesen Geheimgang entdecken, dann ist eh Ende. Dann ist eh Ende. Wenn hier irgendwas versteckt ist, dann rasselt es. Das hier sind die, die durch den YouTuber dann gegeben worden sind oder aber halt beispielsweise durch seine Zuschauer, die dann sagen, hey, fand ich lustig, der haben den getrollt. Nee. Liebe Leute, also auch lieber Kedos, es ist schön, wenn du dann beispielsweise ein Herz gibst, weil es von deinen Kanalmitgliedern oder von deinen Zuschauern ist und die dann auch noch darauf achten, dass da dein Name drin ist und keine Ahnung. Alles schön und gut, aber man muss nicht alles gut finden, nur für Klicks. Ja, wenn du so einer bist, okay, gut, ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht, ich möchte jetzt auch nicht drüber urteilen. Ich weiß auch nicht, ob du dafür jemals ein Herz gegeben hast, ob du es gespielt hast, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, sollte das der Fall sein, muss man nicht machen. Aber trotzdem, Herausforderung steht, wenn du das siehst. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschö, tschö.